Wir sind jetzt vor dem Gewerkschaftshaus, DGB, Deutscher Gewerkschaftsbund. Dieses Haus gibt es erst seit den 50er Jahren. Also ursprünglich gab es auch Richtungsgewerkschaften, also parteiorientierte Gewerkschaften. Jede Partei hatte ihre Gewerkschaft. Ja. Aber man hat aus der Geschichte gelernt. Ja. Im Vorfeld eben in den frühen 30er Jahren gab es tatsächlich einen Widerstand gegen die Machtergreifung der Nationalsozialisten, auch von den Arbeitern, auch von den Gewerkschaften. Aber da die Gewerkschaften unter sich nicht einig waren, weil jede Gewerkschaft einer Partei angehörte, einer politischen Partei, waren sie nicht so stark. Die größte Gewerkschaft war der ADGB, der Allgemeine Deutsche Gewerkschaftsbund der SPD. Die waren in der Pestalozzi-Straße. Aber bereits ab 1928 hat sich dort auch wiederum die revolutionäre Gewerkschaftsopposition, die RGO, von der KPD abgespalten. Also war es noch mal schwächer. Man hat aber daraus gelernt. Darum hat man in der Nachkriegszeit eine Einheitsgewerkschaft gegründet und hat gesagt, nein, wir wollen keine parteigebundenen Gewerkschaften mehr, wir wollen eine Einheitsgewerkschaft, eben unabhängig von den Parteien. Und jeder, mit Ausnahme von Verfassungsfeinden, kann Mitglied in den Gewerkschaften des DGB werden. Ja? Und das ist auch bis heute so. Also, und es ist auch gut so, dass eben die Gewerkschaften unabhängig von den Parteien sind. Also kann man auch was Politiker sagen, die sich Genossen nennen. Ja, auch das kann man ja. Ja, also da hat man eben einfach daraus gelernt. Und wie gesagt, das Büro des ADGB, das Haus des ADGB wurde bereits am 9. März 1933 von SA-Leuten gestürmt und ausgeraubt. Und die Leute, die drin waren, hauptsächlich die Leute, die da drin gearbeitet haben, verhaftet. Also auch einer meiner Vorfahren war inhaftiert im KZ Dachau. Unabhängige Betriebsräte genannt, die waren auch eindeutig von der Firmenleitung finanziert. Und es gibt immer wieder solche U-Boote. In der Weimarer Republik nannte man das damals gelbe Gewerkschaften. Ja? Also Gewerkschaften, die gegründet werden, damit sie eben die wahren Gewerkschaften, die wahren Gewerkschaften unterbieten. Oder die heutigen christlichen Gewerkschaften, ja, die nennen sich christliche Gewerkschaften, und die sich ganz besonders im Zeitarbeitssektor rumgetrieben haben, bis deren Tarifverträge eben für ungültig erklärt wurden. Aber ich wüsste noch sehr viel mehr drüber, aber unser Hauptthema ist heute anderes. Aber am Ende der Demonstration im Herbst 1918 war er Ministerpräsident. Da wurde er nicht mehr inhaftiert. Diesen 1. Februar. Und bis dahin konnten Frauen weder wählen, sich noch gewerkschaftlich organisieren. Ja. Der Münchner Zeitungsverlag ist hier die bekanntesten zwei Zeitungen heute, Münchner Merkur und die TZ. Eher dem bürgerlichen Lager zuzuschreiben. Aber das ist die Süddeutsche inzwischen auch, wenn ich sie so täglich lese. Wir haben sie abonniert. Auf jeden Fall, auch damals gab es zwei bedeutende Zeitungen. Hier, diese Zeitung hieß Münchner Zeitung. Und die heutige Süddeutsche, die bis vor kurzem noch auch in der Innenstadt war, und zwar in der Sendlinger Straße, hieß Münchner Neueste Nachrichten. Ja. Und dies waren die bedeutenden Zeitungen. Und andere Medien wie Radio und Fernsehen oder und YouTube. Internet sowieso nicht, das gab es damals nicht. Das bedeutet, es war ganz abhängig von diesen Zeitungen. Und man muss ehrlich dazu sagen, seit dem 7. November 1918 dieser
Demonstrationszug endete ja tatsächlich in einer friedlichen, unblutigen Revolution. Und da hat man sich ja dann angeschickt, die Räterepublik zu gründen. Eben zumindest Arbeiter- und Soldatenräte, aber darauf gehe ich später ein. Aber die Zeitungen, sowohl die Münchner Zeitung als auch die Münchner Neuesten Nachrichten, haben gegen Kurt Eisner und seine Regierung geschrieben. Immer wieder dagegen geschrieben. Und die hatten die große Macht. Wie gesagt, es gab nichts anderes. Es gab die Zeitungen. Es gab weder Rundfunk, es gab kein Fernsehen, es gab kein Internet. So Internet sowieso nicht. Ja. Das gab es alles nicht. Ja. Es gab Parteizeitungen, ja, die von der SPD, die Münchner Post, die waren auch nicht unbedingt für Kurt Eisner. Ja, auch das nicht. Ja, nicht mal die. Ja, und dann haben wir eben auch noch, ja, in den letzten Tagen der Revolution, aber das war dann schon lange nicht mehr Kurt Eisner und sonstige Leute, das war dann die Rote Armee, das war dann Rudolf Egelhofer, ein Matrose, der eben kurze Zeit eben im April 1919 die Macht übernommen hat, haben diese Zeitungen stillgelegt. Aber nur ein paar Tage, also oder zwei Wochen höchstens. Ja. Aber vorher haben die ganz stark eben immer gegen, und wir sehen es auch heute immer noch, also die, was schreiben die Mainstream-Medien, was bringen die, ja? Natürlich immer in eine Richtung, ja. Also besonders außenpolitisch. Ja. Putin und Russland sind immer die Bösen, ja. Amerika sind immer die Guten. Damit man aufrüsten. Was? Man braucht ja die Bösen, damit man aufrüsten. Ja, ja, eben, also. Ja. Aber er ist der mächtigste Mann, das ist festgestellt worden, kürzlich. Der Putin. Richtig. Und erst dann kommt die Frau Merkel. Und dann erst Obama. Nach der Frau Merkel kommt ja, der Obama. Richtig. Boah, hey. Wow. Ja, ja. Ja. Ne? Da weiß man, in wessen Interesse die Zeitungen hier. Ja. Den Putin ja, lässt man doch nach vorne, ja, aber. Die Lügenpresse, oder? Ich zitiere nur. Ja, dann würde ich sagen, wir gehen weiter Richtung Hauptbahnhof. War auch eine wichtige, war auch was, die Bahn war ganz wichtig damals. Die Bahn war das Verkehrsmittel in Deutschland oder überhaupt auf der ganzen Welt, neben der Schifffahrt. Aber zumindest für die Binnen war das Verkehrsmittel, war die Bahn. Vorher war es die Binnenschifffahrt. Aber das war jetzt die Bahn. Und die Bahn war wichtig. Die Bahn hatte ganz viele Beschäftigte, ganz viele Arbeitnehmer. Und die meisten Beschäftigten der Bahn waren damals schon gewerkschaftlich organisiert. Das waren also Linke, größtenteils. Und deshalb war ab der Revolution im November 1918, ab da war auch die Bahn in roter Hand. Ja? Das bedeutet, ja, alle Städte in Bayern vielleicht noch nicht, aber die Verbindungen der Städte untereinander hat auch dazu geführt, dass als eben Reichswehrtruppen kommen sollten oder Freikorps-Truppen, die organisiert waren, die Räterepublik in Bayern zu stürzen, konnten sie ab der Landesgrenze nach Bayern auf die Bahn nicht mehr setzen, mit dem Weg logistisch. Die konnten nicht mit der Bahn fahren. Ja? Sie waren also, weil eben die Bahn ihnen verweigert wurde. Ja, das hat also dazu geführt, erst einmal, darum konnte sich die Bayerische Räterepublik ja relativ gut halten, weil eben erstens die Reichswehr die Bayerische Rote Armee unterschätzt hat. Also die haben da lediglich ein paar Divisionen hingeschickt. Ich sagte, ja, das machen die schon. Ja. Und haben gesagt, ja, die fahren jetzt mit der Bahn bis München und dann räumen die schon auf. Aber da war ab Hofschluss. Ja, konnten nicht mehr mit der Bahn fahren. Ja. Also das war ganz ein wichtiger Punkt, ja, die Bahn. Also die Presse
war eindeutig dagegen, aber die Bahn war ein logistischer Punkt, die war ein logistisches Unternehmen, das eindeutig auf der Seite der Novemberrevolution Räterepublik war. Hier, deshalb der Hauptbahnhof. Ja. Hauptbahnhof war auch, als die Freikorps-Truppen kamen, immer ein wichtiger, umkämpfter Punkt, einer der wichtigsten Schlachten am 1. Mai 1919, als die Weißen, das waren im Gegensatz zu den Roten eben in erster Linie Freikorps-Truppen und unter der Führung der Reichswehr. Wobei sie die offizielle Reichswehr so ganz offiziell zurückgehalten hat, aber im Hintergrund die Fäden gestrickt hat. Und man muss wissen, die damalige Reichswehr gehorchte einem Reichswehrminister Noske. Das war die Regierung Ebert in Berlin. Weil ein Kaiser hat nicht mehr regiert und es war ein Sozialdemokrat. Und die sind eben gegen die Novemberrevolution und die USPD in Bayern vorgegangen. Ja? Ja, man hat es aber unterschätzt und gesagt, ja, man fährt mit dem Zug nach München und dann räumt man auf. Aber in Hof war Schluss. Ja, also. Ja. Und der Hoffmann von der SPD hat sich auch noch hinter die Reichswehr dann gestellt. Ja, ja, das war. Aber auf den Hoffmann komme ich später. Aber das war der offizielle bayerische Ministerpräsident, ja. Zumindest aus der Sicht der Reichsregierung in Berlin. Ja. Die Rote Armee hatte 100.000 Mann. 100.000 Mann waren viel zu der Zeit. Und man muss dazu sagen, die allermeisten waren eben nicht überzeugte Linke, aber sie haben keine Arbeit gehabt. Dann haben sie angeheuert bei der Roten Armee. Und da haben sie Geld gekriegt. Ja? Ja. Und super viele gegen die Weißen, gegen die Freikorps-Truppen waren in Dachau. In Dachau. Und die haben tatsächlich die Weißen in Dachau besiegt. Aber ein damaliger Oberbefehlshaber namens Ernst Toller, ein Literat, ja, Oberbefehlshaber der Roten Armee, ja, hat dann verhandelt mit den Weißen. Und die haben so lange verhandelt, bis die eben Nachschub holen konnten, eben aus Berlin. Das bedeutet, wenn es rein aus militärtaktischen Gründen abgelaufen wäre, dann hätte er die vertrieben und hätte die auf jeden Fall geschlagen und die wären dann gar nicht mehr da gewesen. Ja. Ja, aber Toller war Pazifist. Ja. Ja, ist schon klar, er war Pazifist. Ja, das ist ja schön, eine gute humanistische Einstellung. Das ist eine gute humanistische Einstellung. Es ist bloß die Frage, ob er dann geeignet ist als Oberbefehlshaber. Er hat sich nicht gewollt. Ja, er ist auch noch eingesetzt worden. Genau, er wollte noch nicht einmal Oberbefehlshaber sein. Ja. Also wie gesagt, ja, also wenn wir auf das noch kommen. Matrose namens Rudolf Egelhofer, ein gebürtiger Münchner, aber Matrose, eben auch einer von den Matrosen, die dann gehindert wurden, auf dem Weg vom Mittelmeer an die Nordseehäfen zu gelangen. Der hatte tatsächlich, ja, aber das war dann viel zu spät, also da waren eben die Weißen viel zu stark, aber der hat eindeutig aus militärtaktisch gehandelt, aber wie gesagt, es war zu spät, die waren dann schon zu viele in Südbayern.